Die Profis sind zurück im Liga-Alltag. In der U19 wird noch getestet. Borussia Dortmund trifft auf 1899 Hoffenheim mit Youssoufa Moukoko, der 15-Jährige in der Liga mit 14 Spielen und 22 Toren. Eine atemberaubende Quote. Rein ins Spiel. Borussia Dortmund in den gelben Trikot. Und hier ist Moukoko, meldet sich nach wenigen Minuten zum Dienst. Noll hält Klasse. Borussia Dortmund in der Anfangsphase mit Feldvorteilen. Das ist wieder Moukoko gegen Sedinovic, gegen Bogarde, aber nicht gegen Noll im Kasten. Klasse Parade vom Schlussmann der U19, der Hoffenheimer. Beide Teams stehen aktuell bei 30 Punkten in den jeweiligen Staffeln, aber ausgeglichen war das Ganze hier nicht, weil Hoffenheim zu einfache Fehler machte, wie in dieser Situation. Und da ist er, Youssoufa Moukoko mit dem 1:0 für Borussia Dortmund. Bogarde mit dem auch nicht ganz unfallfreien Rückpass in Richtung Nahuel Noll. Der nimmt den Ball schwach an, Moukoko weiß das auszunutzen. 1:0 auch zur Pause, Trainer Michael Skibbe mit zustimmendem Blick vom Spielfeldrand. Schnell rein in den zweiten Durchgang, wo der BVB genauso weitermacht. Das ist Gökhan auf Hetemi. Der Ball kommt mit ein bisschen sehr viel Glück auf Youssoufa Moukoko, aber der macht das Ganze richtig cool, richtig abgeklärt. 2:0, 46. Minute, Doppelpack für Moukoko. Alle zeigenswerten Angriffe laufen über den 15-jährigen Deutsch-Kameruner. Klar ist da eine gehörige Prise Zufall dabei, aber dieses Verhalten dann vor dem Torwart ganz easy umkurvt, das ist richtig gut, das ist hochprofessionell. 53. Minute, Kinsey Butler, das erste Mal die TSG gefährlich vor dem gegnerischen Tor, und dann Yannick Eitelwein aus der zweiten Reihe und 1:2 nur noch. 53. Spielminute, der 18-jährige Eitelwein aus dem Rückraum. Unglaublich schöner platzierter Schuss in die untere rechte Ecke. Und somit nur noch 1:2. Dortmund dann mal nach Freistoß. Ansgar Knauf über den Kasten. In der Folge nahm die TSG dann aber mehr und mehr an dieser Partie teil. Unsicherheit von Schönbeck im Kasten, und dann gibt es den indirekten Freistoß im Strafraum aufgrund des gefährlichen Spiels in Form eines hohen Beins von Dortmund-Verteidiger Tim Böhmer. Und der indirekte Freistoß findet den Weg ins Tor. 2:2 binnen kürzester Zeit. 69. Minute, alles wieder zurück auf Anfang. Maximilian Bayer, der Mann, der in allen 14 Ligaspielen bisher in der Startelf stand, mit dem Tor. Kurz darauf nochmal Borussia Dortmund auf der Suche nach dem 3:2 mit dieser Ecke, und Ian Werner, der TSG-Schlussmann, gerade eingewechselt, so ein bisschen Superman-like durch den eigenen Fünfer. Hinein in die Schlussphase, in der die TSG deutlich spielfreudiger aufgelegt war. Ager auf Maximilian Bayer, Doppelpack, 3:2. Hoffenheim dreht die Partie in Form von Maximilian Bayer. 11 Tore bislang in seinen 14 Spielen in der A-Junioren-Bundesliga Süd-Südwest. Das ist natürlich keine Moukoko-Quote, kann sich trotzdem absolut sehen lassen, ganz trockener Abschluss. Und wir haben noch ein bisschen was. 83. Minute. Hoffenheim spielt jetzt auf der Welle der Glückseligkeit. Und 2:4. Wieder Maximilian Bayer. Dreierpack. Einmal komplett Moukoko in den Schatten gestellt. Auch das kann nicht jeder von sich erzählen. Letzte Minute, und die TSG hatte nochmal richtig Bock. Klar, ein bisschen Glück, ein bisschen Slapstick war auch dabei. Und dann Fabian Messina mit dem 5:2. Dem Schlusspunkt der Partie, in der ein über 55 Minuten dominierender BVB das Spiel verschenkt. Klar, die TSG mit einem starken zweiten Durchgang, aber 5 sind einfach zu viele für Schwarz-Gelb. Die Stimme zum Spiel. Ja, es war ein interessantes und gutes Spiel. Wir haben über weite Strecken, so bis zur 60., 65. Minute, ein gutes Spiel gemacht. Mit den vielen Wechseln, die wir dann vorgenommen haben, besonders in der Offensive, haben wir nicht mehr so viel Torgefahr nach vorne hingebracht, und leider haben wir am Ende noch hoch verloren.
Und in der A-Junioren-Bundesliga jagt Youssoufa Moukoko trotzdem weiterhin seine Rekorde. Anfang Februar geht's weiter mit der Rückrunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.